Insgesamt eine ziemlich enttäuschende Entwicklung hier für dieses ehemalige Hype-Thema. Wir hatten ja damals Tilray, die ja extrem nach oben gegangen sind, und das hat die Anlegerschaft weltweit auf diesen Cannabis-Sektor aufmerksam werden lassen. Leider ist es dann immer so, dass die Leute dann schon in der Abwärtsbewegung von den Aktien dann erst darauf aufmerksam werden, weil eben solche Hype-Themen sich meistens durch extrem starke Kursbewegungen erst zum Hype-Thema entwickeln. Also dieser Verdacht, der drängt sich eben auch bei den Cannabis-Aktien auf. Sicherlich ist da eine Story dahinter, aber für den Moment ist hier vieles bekannt und wir sehen die Korrekturen dieser Exzesse, die es gegeben hat. Was hier nun wichtig ist, dass irgendwann mal ein Aufwärtsimpuls kommt, sowas wie wir es hier gesehen haben, und dass dann der Markt eben nach der Korrektur auf ein höheres Hoch geht. Das hat aber hier versucht, sofort abgebrochen worden, tieferes Tief. Also dieses Verhalten muss sich ändern, es muss den 1-2-3 Boden etablieren. Ansonsten muss man grundsätzlich davon ausgehen, dass der Abwärtstrend intakt ist.